Also Leute, wir gucken mal, was abgeht. Wir haben hier immer noch ein paar Ausrufezeichen, die aufgrund von Fahrergeschichten und so weiter und so fort hier Einzug gehalten haben. Ja, und wir haben wieder unsere schöne Karriere, wo wir im Prinzip durchgehend kaputt gemacht werden von allen. Moin Carlo, moin Dom, moin Luis. Ja, und ich hoffe, dass wir wenigstens jetzt in Singapur mal ein bisschen wieder pushen können. Ja, also der Plan ist, jetzt definitiv die Season zu Ende bringen. Und dann mal gucken. Und ja, komm, wir stellen setupmäßig ein bisschen was ein, aber ich habe natürlich keine Ahnung, was hier am Ende des Tages richtig gut ist. Eigentlich sollte ich es haben, denn ich habe jetzt tatsächlich schon Standaufnahmezeitpunkt einen Setup-Guide erstellt. Für jede Strecke, wo ich auf jeder Strecke 100% Setups bearbeiten konnte. Was gar nicht mal so schlecht ist, to be honest. Und Chris, danke dir für den 27. Moin moin. Danke. So, wir gehen mal rein ins Training und gucken mal. Also, ich habe auch in der Zwischenzeit mir mal ein, zwei Tipps abgeguckt von anderen Leuten. Zum Beispiel, dass man halt auch die Randsteine versucht im Training zu meiden. Und dass man mal schaut. Ja, die Jacques Traktiv-Folgen, wie gesagt, ich bin ein bisschen in Rückstand geraten, was die Videoproduktion angeht, leider. Ja, gut, ich kann da nichts in die Verantwortung ziehen, außer mir in die eigene Nase zu fassen. Und deswegen, morgen kommt, denke ich mal, die nächste Folge F1 Manager. Und nochmal gucken. Ja, mal gucken. Er hat Urlaub. Ja, Jacques Traktiv darf man ja auch nicht stören bei seinem Urlaub. Der Herr, ist ja sehr vornehm. Nee, ich wollte eigentlich eine Weile lang F1 Karriere und F1 Manager Karriere daily uploaden. Also beides daily. Aber das Ding ist, das würde auf Dauer, glaube ich, echt schief gehen, weil ja, was soll ich machen? Als ob ich, also ich kann ja schlecht sagen, okay, auf Dauer. Also das wäre viel zu viel. Zumal ich ja auch feststellen muss, seit ich die ganzen Einspieler habe mit, hey, Replays und so weiter und so fort reinpacken. Das ist halt schon irgendwie, das ist schon ein bisschen was. So, sagen wir es mal so. Das ist nicht innerhalb von ein paar Sekündchen erledigt, das Ganze. Und deswegen, ja, muss ich mal gucken. Okay, ganz kurz. Ich muss jetzt mal kurz überlegen. Wenn ich weniger Heckflügel nehme, kann ich das Problem dann einfacher lösen hier. Nö, warte mal. Warum nicht so? Ja, weil es nicht funktioniert. Also, ich bin gerade ein bisschen überfragt, warte mal. Wie kriege ich die ganzen Sachen jetzt ins Lot? Hä? Okay, ich probiere das mal so. Keine Ahnung, ich check nicht, was Verstappen will. Yahoo, danke dir für den dritten mit Prime. Guten Abend, wie war dein Wochenende? Ja, richtig entspannt. Auf deins auch. Okay. Also ich hab, glaube ich, alles an F1 Manager wissen gerade komplett. Hä? Ich reite gerade gar nichts mehr. Okay, das könnte funktionieren so halbwegs. Probieren wir es mal irgendwie. Mal gucken. Achso, ja. Just Chatting ist doch drin. Danke für den Hinweis. Rein in den Lachs. So. Moin, moin, Lambert. Bei meiner Karriere ist Mick zu Red Bull gewechselt. Uff.
Lol. Und danke dir, Basti. Moin. Wie kann man am einfachsten entwickeln? Da ich das Spiel selbst nicht so unglaublich lange spiele. Oh, Unfall mit mehreren Autos. Weiß ich es zu be honest noch nicht. Oh, Antonelli. Okay, daran. Was? Dafür kann Antonelli gar nichts. Verschorben im Unfall. Leute, was ist mit euch los hier? Check ich nicht. War ein gut versteckter Hinweis, gell? Okay, gucken wir mal. Die Leute fahren einfach auch mit Beschädigungen am Auto noch weiter. Ja, aber das sollte passen. Ja, was der Vereinsmanager angeht, habe ich mich mal, nachdem ich wirklich lange auch wirklich halt sehr emotional in dem Spiel involviert war, jetzt mal ein bisschen Ruhe reingebracht. Moin Dero. Und ich denke, ich kann mit Ruhe die Season weiterspielen. Ich gucke einfach mal, welche Teams uns eventuell nach dieser Season haben wollen. Vielleicht können wir einfach zu einem anderen Team wechseln und vielleicht wird das dann nochmal geiler. Und kämpfen dann gegen unser Team, DG Racing. Mal schauen. Können wir vielleicht irgendwann unser Comeback im Team feiern. So, Verstappen, 69%, 91% bei Hamilton. Na, das heißt, dass ich ja zumindest nicht ganz doof bin, was Setups einrichten angeht. Okay. Okay, das könnte das 100er Setup sein. Wild. So, mal gucken, was wir mit Verstappen machen. Bin mit Mercedes direkt WM geworden bei F1 Manager. Du stark, Emre. Ich check halt diesen Wert nicht. Ich verstehe nicht, was ich da falsch mache. Warum ist die Bremsstabilität so unglaublich grottenschlecht? Also irgendwas passt da noch nicht. Ey, wisst ihr was? Ich warte, bis bei Hamilton das Setup fertig eingestellt ist und dann mache ich das beim Max. Ich check das gar nicht gerade. Ja, Basti. Dann weißt du, was das, wisst ihr, was das Absurde ist? Ich habe noch vor 2, 3, 4 Tagen auf jeder Strecke mit 2 Fahrern ein 100er Setup mir rausgeholt. Okay, 8-0, 15-5, 8-2. Okay. Warte mal, ich tipp mal die Werte ein. Ich glaube, dass das schon doch ganz gut klappen könnte. 8-0. 15-5. 8-2. Oh. Aber die Traktion passt doch nicht. Max, Alter. Okay, vielleicht passt das Setup ja irgendwie. Ansonsten 10-0 und... So, komm. Let's try it. Daumen sind gedrückt. Merci, merci, merci. Warum kann er nicht fahren? Bis wann streamst du? Morgen ist wieder Schule. Also keine Ahnung, keine Sorge, die Schule wirst du nicht verpassen.
So lang streame ich nicht. Hm, fast haben sie sogar nochmal auf P12. Das war gar nicht so schlecht. Also ich lasse die Jungs mal sehr lange jetzt fahren. Ah, erstes Feedback ist noch nicht da, schade. Alright, gehen wir rein. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Angry. Hab's erstmal dieses Jahr Urlaub. Bin so hyped, brauche es jetzt sehr. Arbeit war so stressig, weil meine Vertreterin erst ewig krank war und dann gekündigt hatte. Moin, Bowie. Ja, Urlaub müsste ich mir auch mal wieder nehmen. Mal gucken. Egal, wie sehr man darüber diskutieren mag, ist Streaming jetzt Arbeit, es ist keine Arbeit oder. Im Endeffekt bist du in deinem Kopf immer bei der Sache und mal abzuschalten ist, glaube ich, irgendwann sehr wichtig. Mal schauen. Jetzt gerade tut mir das aber sehr gut, macht Spaß. Und Adi selber, danke für den 52. mit Prime, dir Ehre, mein Lieber. Moin moin. Set. Ist nicht schlecht. Ich lasse die Jungs aber nochmal fahren, bis es gleich trocken wird. Roughly. Und bei Verstappen passt das Setup noch nicht. Da hole ich ihn nochmal einen Ticken früher rein. Mein Kumpel ist Influencer, da bekomme ich mit, dass das auch stressig ist, so ein Leben. Halt anderer Stress, deswegen kann ich das schon fühlen. Ja, das Ding ist ja, ich will mich ja nie darüber beschweren, was hier alles läuft. Aber das Ding ist halt, du bist als Influencer halt selbstständig, so. Auch wenn es eine andere Art der Selbstständigkeit ist, als es viele andere kennen. Es ist trotzdem eine Art der Selbstständigkeit und das heißt, im Regelfall bist du dann trotzdem gestresst und jeder, der selbstständig ist, der kann im Prinzip dasselbe Lied singen. Am Ende des Monats musst du halt mal gucken und Selbstständigkeit zeichnet sich vor allem auch dadurch aus in vielen Fällen, dass du absolut nicht gesichert bist, was zum Beispiel die finanzielle Natur zum Beispiel angeht. Es kann drunter und drüber gehen, du kannst theoretisch richtig geile Monate haben, richtig schlechte Monate haben. Nehmen wir mal 2020, ja, da stand ja die Welt ziemlich still und ich sag mal als Influencer, je nachdem, zum Beispiel die Rocket Beans, bei denen lief es nicht so gut, weil die ja viele Leute an einem Ort waren. Damals war es ja nicht cool, dass man, da durfte man sich ja nicht mehr so in größeren Gruppen versammeln, aber zum Beispiel jetzt für mich war das halt die krasseste Zeit, weil die Sportler auch alle zu Hause waren und wenn dann irgendwie Formel 1 Fahrer zu Hause chillen, und du dann die Chance hast, mit Formel 1 Fahrern zum Beispiel zu fahren, das ist schon krass. Andererseits geht es seitdem auch wieder ein bisschen zurück. Ja, merkt man natürlich auch. Das ist halt so der normale Lauf der Dinge, ne? Also, das ist halt das Leben. So. Und da gibt's dieses und jenes, aber am Ende, also worum es mir geht, es ist trotzdem nicht so. Also, es ist ja das, was ich machen möchte, was ich zu meinem Beruf gemacht habe. Aber es ist jetzt auch nicht so, als ob es alles ein Selbstläufer ist. Das definitiv nicht. Da gehört auch schon wieder ein bisschen was dazu. So, Hamilton kann jetzt raus. Moin moin, Kohli. Selbstständig gleich selbstständig, ja. So doof man diesen Spruch auch finden mag oder so klischeehaft, es ist halt im Endeffekt tatsächlich so. Probieren wir es mal so. Und moin, Lukas.
Let's go, let's go, let's go. Hamilton holt sich schon wieder neue Infos. Verstappen muss aber kurz warten, bis das Auto ready ist. Du streamst ja nicht nur YouTube und deine Website kommen noch dazu. Ja, auf jeden Fall. Also. Ja, und man versucht auch Verschiedenes zu machen. Ich meine, nehmen wir mal das Thema Formel 1. Da war das Interesse auch an einem Peak im Jahr 2021. Und ich meine, du willst ja auch nicht primär davon abhängig sein, wie erfolgreich jetzt eine Rennserie zum Beispiel ist. Weil man auch da ja sieht, es gibt Höhen und Tiefen. Deswegen guckst du halt immer, was kannst du halt alternativ noch machen? Wo könntest... Was geht noch alles so? Und Formel 1 ist halt so... Cooles Ding, ja. Ich liebe die Formel 1, aber sich nur darauf zu verlassen, wäre halt fatal. Andererseits, wir hatten es auch vorhin schon, es ist schwer, alles unter Dach und Fach zu kriegen. Also es ist jetzt auch nicht so, als könnte man jetzt sagen so, ach ja, jetzt mache ich noch nebenbei das und das und das und das und das und das. Und das ist ohne irgendeinen Stress oder so sonst was alles möglich so. Irgendwann drehst du halt auch durch mit dem Kopf. Und was auch mittlerweile sehr, sehr oft bei mir der Fall ist, ist, ich gehe da mal gerne raus und das erdet einen schön und dann kommst du auch mal auf andere Gedanken und das tut manchmal dann doch ganz gut. So, wir fahren mal ein bisschen vorsichtiger an, den Stint. Wer ist dein Lieblingsfahrer im aktuellen Grid? Daniel Ricciardo. Bleibt durchgehend sehr nass. Och nö, Lewis! Why not? Och nö. Ja, sah schlimmer aus als gedacht. Schade, weil das Setup schwierig. Enkels bei euch auch fast jedes Rennen? Nö, nicht unbedingt. Ja gut, Hamilton hat ein 97er Setup gehabt. Wird das doch berücksichtigt, dass das ein 97er Setup war? Nee, ne? Ah. Wäre schön, wenn ja, aber ich glaube nicht. Okay, Verstappen kommt mal kurz rein. Oh, keine Ahnung, ob das alles so passt, ne? Probieren wir es einfach mal. Kann ich irgendwas machen, damit die Fahrer mit dem Setup zufriedener sind? Ja, kannst das Setup einstellen. Ich werde die Tage das sowohl als Artikel, Ausrufezeichen DG News, als auch als Video publizieren. Wobei als Video ist es halt alles ein bisschen immer holprig, das dann zu machen. Okay, warte mal. Wir müssen Inters mitnehmen. Aber andere Leute einstellen geht nicht, oder? Also weiß ich, wenn du jetzt zum Beispiel mit deinem Auto unzufrieden bist, du kannst deine Mechaniker wechseln, aber das Auto bleibt ja das gleiche so an sich. Also tunst das Auto bis ins geht nicht mehr. Oh, Hülkenberg raus. Zwei Fahrer, die eigentlich nicht so dafür bekannt sind, Kleinholz zu fabrizieren. Hamilton und Hülkenberg. Autsch. Was hältst du von der Formel E? Boah, ist nicht so ganz meine Serie. Am Ende soll es nochmal heftig schütten. Komm schon, Max. Gib mir 100%. Reason hat ein Rating von 639.
viele Matches hast du denn jetzt insgesamt gemacht? Um wie viel Rating spielst du denn pro Match? Geht's bei dir so um 10-20 Rating oder noch um so 50 bis 100? Okay, 100er Setup bei Verstappen. Sehr schön. Ah, Streckenkenntnis wird nicht so hoch gehen, leider. Mein Kumpel ist Shisha-Influencer. Als dann jeder nicht mehr in Bars konnte, sondern angefangen hat, daheim Shisha zu rauchen. Junge, da ging es bei ihm auch richtig ab. Corona war echt eine Zeit für viele Streamer, die so nicht wiederkommt. Und das sollte jedem bewusst sein. Das kann man auch gar nicht vergleichen, sollte man auch nicht. Weil man mit den Zahlen heute nur verlieren kann. Ja. Ja. Ja, deswegen, du musst halt irgendwie gucken, wie du das nutzt, um jetzt auf andere Sachen nochmal drauf zu gucken. Dave, willst du mal spoilern, was die nächsten Tage auf YouTube kommt? Videos. Sorry für den Spoiler. Na, fast haben wir auf 95% Streckenkenntnis. Lance Stroll kriegt eine Penalty. Boah. Bei Hamilton geht's zur Situation, ne? Stabhochsprung-Quali. Nope. Ich guck tatsächlich kaum bis gar kein Olympia. Na gut, Hamilton kriegt halt die alten Komponenten. Es tut mir sehr leid für ihn, aber das sind halt alles Geschichten. Oh, Getriebe ist auch durch. Ja, Bro, wir haben halt kaum Geld, ne? Also wir haben kaum Geld? Wir haben, glaube ich, Schulden. Und wir haben 4 Millionen Schulden, Bro. Da kannst du doch nicht einfach das Auto kaputt machen, Mann. Und der hat den Wetsatz kaputt gemacht. Na super. Bin ich echt zufrieden mit ihm. Na super. Ich werde bei der Front, beim Frontflügel werde ich eine Notfallanfertigung machen. Damit Verstappen, falls er einen Flügelschaden im Rennen hat, den anderen Flügel mitnehmen kann. Angry. Let's go. Würdest du immer so viel verbessern, wie es geht, oder ja, forschen? Du, ich habe nicht mal eine Saison fertig, also ich habe keine Ahnung, was forschen bringt. Alles, was ich jetzt sagen würde, wäre halt nicht hilfreich, nicht zielführend. War so ein richtiger Lehrer-Joke mit dem Videos. Ja, aber es entspricht der Wahrheit. Red Flag, Red Flag. Oh, oh, oh. Schon wieder Hülkenberg. Und Magnussen. Alter, was ist denn mit Hülkenberg los? Uff. Ja, darf ich nochmal hier kurz Wetterbericht sehen, was da bis dahin sein wird? Oder ist das nicht gestartet? Ja, 3,66 mm Wasser nehme ich. Und dann gehen wir mal auf frische Inters. Forschung ist anders krass, zumindest bei meinem Spielstand, okay. Auf geht's, wir fahren eine Runde. Reason hat die letzten 5 Matches 39, 38, 38, 30 und 25 Elo gewonnen. Okay, das wird sich auf jeden Fall bei dir auch noch irgendwie einpegeln, ohne dir die Euphorie jetzt nehmen zu wollen, aber am Anfang ist chess.com wirft quasi mit Elo nur um sich. Ja, und für die Leute, die sich jetzt denken, so huch, Dave, seit wann Schach? Vor ein paar Tagen.
habe ich mich dann irgendwie mal bezüglich dieser Magnus Carlsen-Niemann-Geschichte nochmal eingelesen. Und irgendwie seitdem denke ich mir so, kann man mal testen. Und ich muss sagen, bis jetzt bin ich sehr, sehr euphorisch dran. Also wenn Chat eventuell später nochmal ein bisschen Schach sehen will, können wir mal machen. Eine 2 oder eine 3 Stopp soll es hier werden, okay. Wir können mit Sicherheit mal ein bisschen noch Schach spielen später, aber mal gucken. Der Einstopp ist sogar noch langsamer. Ja, aber aktuell macht Schach einfach tatsächlich Laune. 19 Runden etwa. Sagen wir mal 18 Runden. Wie schnell ist die Strategie? 3 Stopp ist schneller. Okay, die 3 Stopp ist scheinbar definitiv die schnellere Strategie. Krass. Okay, dann machen wir die 3 Stopp Strategie. 37,57. 3,47. Okay, 2 Sekunden schneller auch bei Hamilton. Alright, dann schauen wir mal. Hier werde ich mal gnadenlos underfuelen. Vor allem da Singapur immer eine Chance für einen Safety Car gibt. Ich meine, die Haas haben sich mehrfach zerlegt das Wochenende. Ja, guck mal, bei beiden Fahrern das 100er Setup, obwohl ich am Anfang so lost war. Stark. Ja. Alright, gehen wir rein. Let's go, Leute. It's lights out and away we go! Aktuell sind wir echt weit hinten, aber Hoffnung ist natürlich, dass wir später nach vorn kommen. So, ich guck mal kurz. Wir haben definitiv noch genug Speicherplatz für Neulings Stream und Hamilton. Konnte man das Auto nicht DNFen lassen? Speed confirm the box. Try to come back if you can. Sorry about that. Okay. Ja, in Relation really cool dazu ist Verstappen gerade auf P12 vorgefahren. P11, sorry. Was gar nicht mal so schlecht ist. So. Moin, moin, Timothy C. Ja, Hamilton denkt auch, er würde Schach spielen, aber er spielt Schach gegen sich selbst.
Während Verstappen hier halt wirklich gerade brilliert. Krass. Und moin, Johannes. Uiuiuiui. Also ist das Auto einmal zerlegt, okay. Dass er gleich zweimal Totalschaden hat im Prinzip. Weiß ich nicht, wie ich dazu stehen soll. Wie viele Seasons hast du mit Juan Pablo Montoya geplant? Ey Bro, lass es doch bitte einfach auf dich zukommen. Warten wir einfach mal ab. Ich weiß es ja auch nicht. Wer weiß, wie lang die F1-Karriere, wie viel ich zocke und. Das wird sich schon noch zeigen. Warum überhitzt der Motor immer noch, obwohl ich ihn gerade nicht pushe? Keine Ahnung. Hab noch nicht so viele Rennen gesehen. Performt Hamilton in der Karriere die ganze Zeit nicht so gut. Also, pace-technisch war er immer recht schwach. Aber er hat das Auto zumindest nach Hause gebracht. Und jetzt ist halt wirklich so. Oh. Wegen Motorkühlung, moin erstmal. Ja, aber ich lasse ihn ja gerade nicht pushen und das schon seit Ewigkeiten. Und hoffe, dass es einfach besser wird, aber. Oh. Ja, aber wir müssen scheinbar auch die Reifen ein bisschen schonen, weil die leicht überhitzen. Mal schauen. Bin ich bei der DTM am Nürburgring? Ja. Wenn da vorne irgendwas schief geht, haben wir gute Chancen auf Punkte. Also wenn man mich fragen würde, wer die zwei overpoweredsten Fahrer sind in der Karriere, würde ich behaupten, Tsunoda und Stroll. Das sind so krasse Overperformer hier. Also gemessen auch daran, wie die in echt sind. Bei Verstappen ist der Motor immerhin jetzt mal 6 Grad kühler geworden. Das ist okay. Also die Top 5 ziehen gerade komplett davon, ne? Reifentemperatur sieht okay aus. Motortemperatur ist gut. Ja, Tsunoda kommt jetzt einfach näher. Unerbittlich. Bro, Verschor und Stroll haben die Reifen ja komplett niedergerissen. Was geht da ab? Stroll vor Alonso in der WM. Bei Jacques traktiv ja und hier. Ja! Und das, obwohl Alonso gerade mehr Punkte holt als Stroll. Oh Gott im Himmel, ey. Alter. Oh. Er hat sich das einfallen lassen. Ja, Tsunoda vorbei an Verstappen. Passt schon. Tut mir leid, ich kann die Cam wirklich nicht sehen. Die tut meinem Auge weh. Und Champion Joe, vielen, vielen Dank für den Raid, mein Lieber. Moin, moin an dich und alle, die mit rüberkommen. Ich wette, Assetto Corsa? Ja, was habt ihr denn da gemacht, Schönes? 6 Sekunden zu Korea haben wir. Also das Ding ist, es kann in Singapur natürlich immer was passieren. Deswegen warten wir einfach mal ab und gucken mal, was passiert. Das ganze Fahrerbalancing in diesem Spiel stimmt hinten und vorne nicht. Die ganzen Grünschnäbel aus der F2 entwickeln sich auch zu schnell und zu gut. Ja. Chili's Community Racing. Nice. Was seid denn ihr alles gefahren? Mir geht's ganz gut. Ich habe gerade ein Doppel-DNF von Hamilton hinnehmen müssen. Im Training sowie auch jetzt im Rennen. Aber
Wir haben ohnehin schon einen Minus-Kontostand, aber... Ja, das wird schon irgendwie. Albon kommt jetzt näher. Also ich bin mal gespannt. Ich werde jetzt in Runde 14 dann reinkommen. Jetzt haben wir drei Runden im Prinzip noch. Komm, wir pushen mal alles. Tsunoda ist einfach viel zu schnell. Russell mit technischen Problemen schon. Nice. DTM 2020 und TCR auf verschiedenen Strecken war launig. Geil. Ja, vor allem DTM klingt nice. Ich spiele ja mit dem Gedanken, in Race Room tatsächlich mal was mit den alten DTM Seasons zu machen. Ich glaube, das wäre recht knorke. So, optimale Boxenstopp-Runde. Pushen wir mal. Wie ist der Manager dieses Jahr? Also definitiv nicht bugfrei. Es gibt Bugs, dass zum Beispiel die Motoren in der Abrechnung das Doppelte kosten. Wodurch man, ich glaube, statt 20 direkt schon 40 Millionen Minus im Budget Cap hat. Also du hast sehr wenige Freiheiten danach noch. Und allgemein habe ich das Gefühl, so ein paar Sachen im Balancing passen noch nicht. Aber auch so ein paar Sachen, die man schon kannte. Sowas wie das Fahrrad teils einfach... Das Fahrrad teils einfach ja, viel zu schlecht performen, gemessen an ihren realen Vorbildern. Sowas wie zum Beispiel, dass Hamilton halt einfach gerade komplett Banane gefahren ist. Also das sind so die Sachen, wo ich mir dann denke, so, weiß ich nicht, ob das so ist oder so wäre in der Realität, aber ja. Also der Mighty-Modus, also manche Sponsorengelder werden nicht vernünftig ausgeschüttet. Ja, also es macht es insgesamt halt alles bedeutend schwerer tatsächlich auch. Das Coole ist, dass man dann irgendwie immer wieder auch mit Biss dabei ist, aber es ist natürlich ab einem bestimmten Punkt dann auch ein bisschen frustrierend dann. Hey, das Ganze mal vor im Supermarkt, ach, der Fisch für 97 kostet das Doppelte, ja. Aber nur, wenn sie ihr eigenes Formel-1-Team gegründet haben. Das wäre eine Einschränkung, mit der könnte ich leben. Formel-1-Team-Gründer eventuell eher nicht. Moin, Wolfanti. Ich bin heute um 13 Uhr aufgestanden, habe kein Zeitgefühl, dachte, wir haben rund 18 Uhr. Willkommen in meiner Welt. Also... Für mich persönlich ist tatsächlich, ja, ich brauche in letzter Zeit auch den Schlaf auch ein bisschen. Okay, 26,5 zu Albon. Ne, 16,5 sogar. Zu Tsunoda. Bro, wie schnell ist Tsunoda bitte? Da fehlen 36,5 Sekunden. Jo, vielen, vielen Dank, Joe. Dir auch noch einen schönen Abend, Mann. Okay, also ich muss bis ungefähr 31, Runde 31 hier durchhalten, ne? Knapp über dieser Linie darf ich also sein. Okay, klingt nach einem Plan. Albon an der Box. Auf weit mehr als 10 Sekunden Vorsprung. Bottas mit dem technischen Fehler. Moin, Ziege. Haben wir einen Fahrer Void Curbs probiert, der andere nicht. Der Void Curbs konnte die Reifen viel aggressiver nutzen. War schneller und hatte weniger Abrieb. Das ist eigentlich Quark, also rein der Logik nach, weil wenn du Curbs avoidest, also eigentlich schlitzen seine Reifen auf, das sind so Silverstone 2013 Curbs, aber
wenn du Curbs meidest, nutzt du nicht die gesamte Streckenbreite. Das ist eigentlich schlechter für die Reifen. Oh. So, zahlt schon direkt vor der Nase. Natürlich ist es Quark, deswegen fand ich es auch so bescheuert, ja. Oh, send it, mein Junge. Habe ich auch ein paar Punkte holen können. Oha, Russell. Probleme. Alles gut. Es kommt drauf an, auf wann man das bezieht. Wir haben insgesamt 3 Punkte geholt in der Season. Ich glaube, einen Monza, einen Monaco. Und dann die dritte Location kann ich mich nicht erinnern. Also wenn vor uns bei Russell und bei noch jemandem irgendwas schief geht, ist gut. Ja, Racing Bulls ist zu schnell leider. Da machst du nix. Ah, Stroll 3 Sekunden weg. Johannes, du musst nicht alles in den Chat schreiben. Dass du aufs Klo gehst, ist deine eigene Sache. Russell hat sehr große Probleme. Da geht gerade gar nichts. Wie viel Sprit verbrauchen wir pro Runde? Da. Eins, vier pro Runde etwa. Wenn ich am Ende also 1,4 Kilogramm Überschuss habe, dann passt alles. Wann geht's zu Noda rein? Der hat bedeutend frischere Mediums gerade. Russell Terminal Damage. Russell Terminal Damage. Und damit wären wir wieder auf dem sehr ungeliebten 11. Platz. Warte mal, Stroll. Also wenn das wirklich nur gerade 5 Sekunden von Stroll aus gewesen wären, wäre das cool, aber es ist 10. Zwischen Stroll und Verstappen. Alonso mit Problemen. Ja. Bro, 13 Sekunden, ey. Gut, der hat komplett frische Mediums. Mach ich nichts. Moin Moin Silvano. Deutsche Olympiakommentatoren würden sagen, respektabler 11. Platz. 11. Platz ist auch zweifelsohne bei Olympia respektabel. Ist eine Leistung, die es anzuerkennen gilt. Die ist wahrscheinlich auch in der Formel 1 anzuerkennen, 11. Platz. Aber es ist trotzdem eine undankbare Position. Weil... das gibt halt nichts Zählbares, ne? Aber nicht, wenn nur 10 antreten. True. Ich hab gar nicht auf die Zeit beim Stopp geachtet. Oh Mann, ich werde jetzt schon überrunden. Oh nö. Jetzt verlieren wir ewig viel Zeit. Steht Albon noch so ein bisschen bevor.
Bei Verstappen ist nur noch Perez, der da überholen kann. Okay. Sekunden zu Albon. Okay, Max, wir brauchen ein paar richtig gute Runden. Falls mal so ein paar 38er, 39er, nee. 35, 36er Zeiten. Ach, 37,5 ist natürlich auch okay, ne? 36,7, das ist schon besser. Ach, er hängt sich hier gerade an Perez dran. Sehr gut. Auf geht's, lass uns mal vorbeigehen hier. Bro, überhol doch bitte. Hallo! Mein Gott, ey. Was wird ein Perez für eine Pace? Ist an sich zwar ganz okay, aber... Bro, du hast frische Softs, du musst eigentlich vorbeikommen und... So, jetzt aber. Zwölfeinhalb Sekunden. Na, so ungefähr Runde 46 oder so müssen wir reinkommen. Naja, Mighty-Modus ist auf jeden Fall... Vom Progress her kritisch. So, 4 Sekunden nach vorne zu Albon. 2 Sekunden. Oh nein, ich habe ERS gepusht die ganze Zeit. Ich dachte, ich hätte ERS auf Aufladung. Egal, wir sind dran an Albon. Die Audiokulisse war gerade strange. Mal gucken. Moin, Maju. Ist der 24er wirklich anders, außer dass man Mighty zocken kann? Also anders definitiv nicht. Es gibt Features, die safe anders ausgelegt sind, aber... Es ist halt dieselbe Spielreihe und es ist halt... dasselbe Base-Gameplay, ne? Alle, komm, lass die beiden hinter dir vorbei. Unfall mit mehreren Autos, komm schon. Mal wieder Hülkenberg. Die beste Perspektive für diesen Crash. Mit Abstand. Oh, Stroll. Wenn der jetzt DNF wäre, das nicht schlecht.
Na, Gasti mit technischen Problemen. Er kümmert uns ja eigentlich nicht so, ne? Für uns sind die einzig relevanten Personen vor uns halt. Ja, Korea und Albon eventuell auch noch, aber... Der Rest interessiert ja nicht. Okay, Verstappen kommt jetzt in seine optimale Boxenstopp-Runde. Ich lasse ihn eine Runde länger draußen. Ich finde es interessant, dass die beiden gegeneinander kämpfen. Aber dass die beiden insgesamt nur 10 Sekunden Rückstand haben. Das tut gerade schon ein bisschen weh, to be honest. Weil wir werden so hart... Ja, wir sind 15 Sekunden hinter denen wieder rausgekommen. Das ist ja... Das ist enorm. Jo, Maju, gerne, gerne. Stets zu Diensten. Naja, verlieren die Autos kaum Zeit im Zweikampf. Ja, da habe ich kein so großes Problem mit, aber dass wir halt 15 Sekunden Rückstand haben, tut halt gerade echt weh. Elf Sekunden nach vorne. Boah, es wird auch kaum weniger, Alter. Also die vorgeschlagene 3-Stopp, behaupte ich mal, wird vermutlich nicht die schnellste Strategie sein. Ich habe gerade rausgefunden, wie der Wert der Fahrer durch Mentalität beeinflusst werden. Ich sag's mal so, ich habe keine Fragen mehr, warum die performen, wie sie performen. Du meinst, wenn sie... Also wie die Werte sich verändern, je nachdem, wie das Vertrauen ist, oder was? Eins, drei, eins, vier. Nee, Gesamtmentalität. Okay. Also du meinst, was man im Hauptmenü des Managers siehst oder was? Kannst sehen, wie deren Werte aktuell sind. Okay, also wenn du das so formulierst, behaupte ich mal, keine Ahnung, wenn jemand motiviert ist, wird er wahrscheinlich so 10 Punkte mehr haben überall, als wenn er demotiviert ist. Schade, wir wurden hart geslappt in diesem Rennen. Gasti stellt das Auto ab. Bringt mir natürlich nichts. Wird dem Kollegen Jacques Traktiv etwas Genugtuung bringen, aber... Alonso hat Wert X92 durch demoralisiert, aber beispielsweise nur noch 78 oder so in dem Wert X. Okay, das mit dem Wert X war jetzt sehr komisch formuliert im Satz, das checke ich gerade nicht, aber... Also willst du sagen, die Range bei Alonso zum Beispiel kann reichen von 78 bis 92? Ja, okay. Also sagen wir es mal so... Es kann natürlich sein, dass ein Fahrer irgendwie hart auf die Fresse kriegt und dann mentalitätstechnisch hart angezählt ist, aber... Im absoluten Regelfall performt zum Beispiel ein Verstappen, performt ein Alonso und so weiter und so fort, also keine Ahnung. X ist beispielsweise Kurvengeschwindigkeit bremsen oder sowas. Achso, du meinst mit Wert X, okay, du meinst X nicht als Variable, sondern als Platzhalter für Werte, okay.
Das ergibt Sinn. Ja, okay, gut, dann. Boah. Leclerc gewinnt das Ding. Wir werden definitiv keine Punkte holen. Aber wenn alles gut läuft, haben wir vielleicht sogar noch P11. Mein Moinson, Sierra. Bin bei Alpine. Ocon hat eine gute Mentalität, Gasly eine schlechte. In der Quali ist Ocon im Durchschnitt 15. schneller. Ja. Ich tue mich halt gerade mit einer Sache ein bisschen schwer, ne? Ich weiß nicht, wie es beim Manager 23 geregelt war. Aber ich sag mal so, mein persönliches Empfinden ist, dass es weit entfernt von einem vernünftigen System, dieses Thema mit der Mentalität oder so, sondern eher so eines, was in seiner Rohfassung noch existiert. Und das hat ja auch nichts mit My Team zu tun. Williams hat jetzt übrigens immer noch P7, immer noch 3 Punkte und beste Chancen, uns hier abzuhängen. Das Ding ist, ich find's ja okay, wenn du Mighty-Modus integrierst und der hat Probleme. Da funktioniert nicht alles richtig so. Ist okay. Aber das Problem, was ich halt habe, ist, ich habe manchmal das Gefühl, dass im F1 Manager 24 gerade, das ist das dritte Spiel in Folge. Und ich habe manchmal halt das Gefühl, dass hier sich vieles noch wie eine Baustelle anfühlt. Unter anderem so ein Mentalitätssystem. Das ist ja jetzt nichts, was im neuen Spiel erstmals integriert wurde. Auch die Möglichkeit, dass du zum Beispiel bei Minus auf dem Konto nicht sagen kannst, ich möchte die Produktion normal anwerfen, sondern dass du nur noch die Notfallanfertigung machen kannst, womit du im Prinzip vierfach bestraft wirst. Das ist halt unglaublich unbelohnt. Das tut gerade halt alles unglaublich weh. Ja, aber grundlegend weiß ich nicht, also. Nee, Bro. Der möchte für P12. War es bei 23 besser? Ich habe keine Ahnung, ich habe 23 kaum gespielt. Aber ich finde halt, wenn ein System 3 Jahre lang in der Entwicklung ist oder ein Spiel 3 Jahre lang so erscheint, ich finde, irgendwann können mal so Systeme sich weiterentwickeln. Weil letztens mal F1-24 so angegangen wurde von jemandem im Chat, da habe ich das Gefühl, dass manche Sachen halt sehr krass sich auch weiterentwickeln tatsächlich. Also da habe ich jetzt bei F1 2016 kam zum Beispiel dann die Karriere und bei 2017 hatte ich das Gefühl, ging es halt nicht unbedingt karrieretechnisch weiter, aber du hast halt immer wieder so ein paar Neuerungen gehabt hier und da, was sich da jetzt dann neu entwickelt. Und jetzt kriege ich übrigens 8,5 Mio abgezogen, weil seine Einstellung 8,5 Mio direkt kostet. Ja, okay. Ich hab mit diesem Team ohnehin abgeschlossen. Also wir werden mit diesem Team keinen Blumentopf gewinnen. Ich werde rausgeschmissen am Ende der Saison und das ist okay. Ja,
Mr. Xilex, werde ich das Spiel modden? Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Auf das zweite soll ich gehen, bei Leistungsbewertung. Zweite von links, okay. Ja, also Hamilton ist hier gerade ein 80er-Fahrer, einfach nur. Bestenfalls. Ja, ist halt... Verstappen ist ein 90er-Fahrer, mehr noch. Das erklärt schon gerade so ein bisschen, warum dieser große Unterschied hier zustande kommt, also... Mit Hamilton, wie gesagt, da gewinnst du keinen Blumentopf. Und das ist anscheinend alles durch die Mentalität. Das ist noch nicht mal wegen der Beziehung zum Renningenieur. Das Problem, was ich mit so einem Mentalitätssystem oft habe, ist folgendes. Warum wird mir gerade 170 Millionen abgezogen dafür? Ihr seht das gerade nicht. Die Einstellung kostet 170 Millionen. Was? Nein, warte. Hä? Weil sein bestehender Vertrag bricht. Was ist das für eine Scheiße? Okay, ganz kurz. Okay, nee, also nee, sorry. Okay, nee, sorry, Moment. Ich hab jetzt Max Verstappen das erste Cockpit angeboten, statt Lewis Hamilton. Und die Folge davon war, dass Lewis Hamilton das Cockpit verliert, statt dass er das zweite Auto bekommt. Ist das euer Ernst? Wer hat euch... Ey, es tut mir leid, aber... Also... Es gibt mit Sicherheit Leute, die mich blamen werden, deswegen, ne? Aber jetzt mal Real Rap. Das sollte Common Sense sein, dass wenn einer Auto 1 bekommt... dass der andere dann vielleicht Auto 2 bekommt. War in 22 auch schon. Ja, das habe ich auch nicht lang genug gespielt, aber auch das ist so ein System. Im ersten Spiel hätte ich gesagt, okay, wenn es 2 Jahre später immer noch das exakt selbe Problem gibt. Nö. Besser als F1 22. Luca, was ist das für ein Kommentar? Hä? Vertrag nächste Saison anbieten. Ja. Okay, Leute. Aber was mache ich denn, wenn ich mitten in der Saison sage, so wie es jetzt gerade ist, Verstappen ist der mit Abstand bessere Fahrer. Ich möchte, dass er bei mir als Fahrer 1 gewertet wird. Kannst du auch auswählen, jetzt oder nächste Saison. Du checkst es nicht. In der teaminternen Hierarchie sage ich, Max Verstappen ist der geilere Fahrer. Tausche diese Plätze. Das geht das dann nicht, oder was? Das macht keinen Unterschied. Ja. Dann brauche ich ja auch nicht bei der Vertragsverhandlung ihm Auto 1 oder 2 anzubieten. Moment, macht das einen Unterschied? Ganz kurz. Okay, es macht legit auch hier keinen Unterschied. Okay. Gut.
gut, irgendwie muss man Auto 1 und 2 benennen. Dass es keinen Unterschied macht, weiß ich jetzt nicht, ob das so Sinn und sinnvoll ist. Würde als zweiter Fahrer nicht verlängern? Ich weiß es nicht, weil... Ja, komm. Vorstand kann mich mal. Wir haben keine Seitenkästen mehr. Lewis, wehe. Er hat sogar seine Getriebe alle kaputt gemacht, Alter. Ich werde in der nächsten Vertragsantwort erforderlich. Ja, Bro, ist mir egal. Das ist mir so Latte. Echt im Schlamassel, ja. Ey, wie gesagt, das Spiel hat auch einfach unglaublich überzogene, genau wie auch die Fahrer, Erwartungen. Also jetzt mal Real Talk. Ich habe das schwächste Auto. Ja, was soll ich denn machen? Dass beide Fahrer maximal unzufrieden sind mit der Performance. Okay, ganz kurz. Ich erkläre mal ganz kurz, was mein Problem ist. Es ist nachvollziehbar. Ich muss es von vorne aufrollen, weil sonst gibt es immer wieder so... Ja, Dave, aber... So. Das Problem ist folgendes. Ich verstehe, dass Verstappen und Hamilton nicht zufrieden sind mit der Autoleistung. Vollkommen nachvollziehbar. Aber jetzt kommen wir zu diesem ganz, ganz, ganz elementaren Problem dieses Mentalitätssystems. Wenn Hamilton sagt, oh, scheiße. Okay, Auto im Vergleich zum Teamkollegen ist auch nicht happy. Aber auch dann, wenn du, wir haben halt keine Kohle. Und wenn du dadurch von 90er zu einem 80er Fahrer dich selbst degradierst, jetzt ist er gerade wieder ein 85er Fahrer, dann muss ich halt sagen, dass das Problem bei so einem Mentalitätssystem ist, dass es halt sehr gerne so negativ oder positiv Spiralen zieht. Wenn alles gut läuft, läuft es umso besser. Dann ist es cool. Aber wenn es schlecht läuft, läuft es umso schlechter. Dann ist alles schlecht. Und das ist halt das Ding. Also er ist mit dem vertraglichen Gehalt zufrieden. Mit dem Auto im Vergleich zum Teamkollegen unzufrieden. Persönliche Fahrerwertung unzufrieden. Persönliche Auswahl in Singapur unzufrieden. Konstrukteurswertung unzufrieden. Teamergebnis zufrieden. Zufrieden mit dem sonstigen Personal und der Einrichtung. Autoleistung unzufrieden. Schlechter Zustand von Einrichtungen unzufrieden. Das Ding ist folgendes. So, und jetzt kommen wir genau zu diesem Ding. Wenn dieses Mentalitätssystem durch Unzufriedenheit mit der Autoperformance, durch Unzufriedenheit mit Einrichtungsgrößen etc. und so weiter und so fort, wenn das Mentalitätssystem dafür sorgt, dass ein Hamilton und ein Verstappen automatisch schlechtere Fahrer werden, dann brauche ich ja gar nicht Hamilton und Verstappen mir überhaupt erst ins Team zu holen. Das kommuniziert das Team aber, das Spiel aber nicht, dass die beiden Fahrer weiterhin die Ansprüche haben, die sie auch bei einem Top-Team hätten. Und das ist halt das Ding. Und hier steht übrigens, größtes Problem von Hamilton, keine. Irgendwie, es passt hinten und vorne alles gerade gar nicht. Verstappen ist mit der persönlichen Fahrerwertung unzufrieden. Was ist das überhaupt? Was heißt die persönliche Fahrerwertung? Das ist 92, chill, Bro. Konstrukteurswertung unzufrieden. Autoleistung unzufrieden. Schlechter Zustand auch unzufrieden. Er ist also mit diesen... Guck mal, dass unser Team schwach ist, beeinflusst ihn in zwei Sachen. Sofort. Und dann ist halt das Ding, dann brauchst du... Nehmen wir mal an, jemand würde sagen, ey, ich spiele jetzt mit Williams oder so. Und du hast einen richtigen Glücksgriff bei den Fahrern. Wenn dein Team schlecht ist, bringt es dir nichts, dass du einen Verstappen, Hamilton, Norris, Piastri, Alonso oder sonst wen holst. Weil das Team ist schlecht. Und die Mentalität des Fahrers zieht ihn so runter, dass ein Alonso nachvollziehbarerweise dann auf Stroll-Level ist. Oder so.
Dann bringt, das bringt halt nichts. Er meint, safe den Platz in der WM. Ach, wegen Fahrerwertung. Dann ist es sogar dreifach bestrafend, wenn du halt einen guten Fahrer in ein schlechtes Team holst. Aber, also, mal der Logik, so, mal auf die Realität kurz bezogen. Das ist fast so, als hätte jetzt, also es hat ja de facto Williams Carlos Sainz verpflichtet. Stellt euch jetzt mal vor, Carlos Sainz sagt, ey, ich finde das alles doof hier. Das ist alles schlecht, was hier gerade läuft. Und Carlos Sainz wird ein Fahrer wie Latifi, Sargent oder so. Ist das die Logik? Das ist doch Quark. Das ist doch Bullshit. Sorry. Also, weiß ich nicht. Ist in der Realität auch so. Also, wenn du denkst, dass Fahrer so in der Realität sind, dann gehören die Fahrer nicht in die Formel 1. Punkt aus Ende. Ist aber auch nicht unrealistisch. Ein Fahrer, der bei einem Top-Team war, wird sich bei einem schlechten Team schwerer tun. Also das, ich will keineswegs in Abrede stellen, dass du ernüchterter sein wirst, ein bisschen in Anbetracht deiner vorherigen Erfolge und so. Aber, also erstens, wenn du dich in diese Negativspirale treiben lässt, dann bist du falsch in der Formel 1. Und zweitens, hört mal bitte mit diesem Realitätsargument auf, Leute. Wir sind im Videospiel. Wir sind in einem Spiel. Keiner von uns ist ein Formel-1-Manager. Niemand von uns hat entweder die Ausbildung dazu, die Qualifikation dazu oder sonst was oder hat das Geld dazu, ein eigenes Team zu gründen. Das ist gerade Fantasie. Und wenn die Fantasie dich gerade dafür bestraft, dass du die Fantasie ausleben möchtest, indem es dir sagt, Edgy Badge, du kannst theoretisch das schwächste Auto mit dem stärksten Fahrer nehmen, aber du wirst nur negative Aspekte davon haben, dann ist es Quark. Das ist halt Blödsinn. Okay, ganz kurz. Jeder, der jetzt sagt, dass es realistisch ist. Ja, zum Beispiel ein Alonso hat sich vor dem McLaren-Honda-Projekt mehr erwartet. Aber ein Alonso ist ja weiterhin gut gefahren. Ein Alonso ist ja nicht plötzlich zu einem Lance Stroll geworden oder sonst was. Ein Alonso ist ja trotzdem sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Und wenn er nicht... Ich glaube 2017 war es. Irgendwann ist er hinter Button gelandet in der WM. Wenn er nicht dann mehr Defekte gehabt hätte in aussichtsreicher Position, wäre er auch da vor Button gewesen, 3 Jahre lang. Also ich check das halt null. Aber Max fährt ja bei dir einigermaßen gut. Das stimmt und das ist das gerade ganz Paradoxe bei diesem ganzen Thema. Jetzt ist halt die Frage, warum Hamilton... Da kommen wir aber zu dem nächsten Problem. Warum ist Hamilton so verdammt schlecht? Ich wollte mich ja nicht in Rage reden bezüglich F1-Manager. Ich hole mir jetzt on-stream nochmal kurz meine Paulana Spezi. Für Leute auf YouTube, danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Abo. Bis demnächst. Und wer es vielleicht mittlerweile sogar anstrengend findet, dass ich in diesem Spiel gerade nur noch Frust verspüre. Die nächste Season wird wahrscheinlich besser. Tschüss.